Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Brotherhood. Letzte Folge habe ich hier im Kolosseum, eine entdeckt, dass es hier irgendwo eine Glyph geben soll angeblich. Und die möchte ich mir jetzt gerne schnappen. Bei 10 Glyphen möchte ich die doch gerne mal erfüllen. Warum können wir eigentlich nicht wieder diesen geilen, ewig hohen Sprung da machen? Nix nach dem Pferd pfeifen, ich brauche jetzt keinen zum Pfeife. Gehen wir von außen hin, ha? Also ich schätze mal, es ist irgendwo oben. Ja, uns ist eigentlich ein bisschen zu einfach. Da oben ist das Ding. Da ist das Ding. Also. Wo können wir denn hier mal ein bisschen hoch? Da können wir hoch. Dann gehen wir vielleicht... Ich würde sagen, eigentlich von außen. Aber... Nein, nee, wir versuchen es von außen. Von innen kommen wir gar nicht hin, so wie es aussieht. So. Da hoch. Da ist es. Hopp! Junge! Geh nach links! Alter! Irgendwo anders vor? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also beginnt dann auf. Yes! Aber jetzt bitte nicht losen. Ich will dahin. Ja. Och ne, jetzt geht mir draußen so ein Rasenmäher an. Moment mal kurz, das Fenster zu machen. Leitüberbrückung. Und in 3, 2, 1 geht's weiter. Juhu. Wo ist die Glyphe? Beziehungsweise, wo können wir hoch? Da schon mal überall nicht. Da irgendwo außen. Ah, sieht doch gut aus. Ah, hier tatsächlich. Ein Stein vielleicht. Warum können wir nicht wieder diesen geilen ewig langen Sprung machen? Muss man das erst irgendwie kaufen oder so ein Scheiß? Oder wieder erlernen? Oder ist eine Feder? Wir haben schon verdächtig viel Likes sammelt dafür, dass wir also das Spiel erst angefangen haben. Wo ist denn das Ding jetzt? Ist mir schon vorbeigerannt? Nee. Das ist schon mal ein Aussichtspunkt, ist schon mal nicht schlecht. Also hopp. Wir finden das blöde Ding. Ist ja nett, dass es plötzlich weg ist. Da ist es doch. Sind wir nicht vorbeigerinnt, also nein. Nein, 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 nein. Nein, du. Lässt dich fallen und wieder hin. Sehr schön. Hey Desmond. Warum sagt er das immer erst, wenn wir schon da sind? So, hopp, Cluster 3. Cluster 3. Laden. Laden. Fehlt. Weiter. Laden. Zugriff verweigert. So. Washington ruht über dem Grün. 1944 mit kühlem Kopf. Unter der rechten 1 wird das Banner der 48. Dahinter gibt es eine Firma, deren Macht wächst. Wenn ich mich jetzt geschichtlich so gut auskennen würde, wäre das alles kein Problem. Washington ruht über dem Grün. Da. So. Was soll das heißen? Was sollen wir jetzt finden? Also da oben ist ein Code, aber ich weiß nicht, ob der was zu sagen hat. Ah.
Ach so, wir müssen wahrscheinlich jetzt mit 48 nehmen, hä? Unter der rechten 1 wird das Banner der 48. Ich kenne mich doch nicht aus. Da ist nix. Halt. Wie kann ich ein Credo annehmen? Wo ist es? Wie kann ich ein Credo annehmen, das als ob es den Schlamm den Fisch vorzieht? Als ob es den Schlamm den Fisch vorzieht, das ungebildete Proletariat über das Bürgertum und die Intelligenz erhebt, die trotz aller Fehler die wahre Qualität des Lebens und der Ursprung aller menschlichen Fortschritte sind. Ja, das ist wunderbar, aber ich hab halt... Leute. Ich merke, dass ich mich mehr und mehr auf eine Lösung für unsere Probleme durch die unsichtbare Hand verlasse, die ich vor 20 Jahren für immer aus dem ökonomischen Gedankengut vertreiben wollte. John Maynard Keynes. 1910. Ja, das ist wunderbar, aber das nützt mir alles nichts. Zeigt der mir was an bei Washington da irgendwo? Nö. Es wurde alles im Geheimen geschehen. Die Assassinen würden es nicht merken, bis es zu spät ist. So, das ist jetzt auch das einzige Banner da hier. Stalin. Oh Leute, so viele Banner gibt's hier gar nicht. Oh. Ach du Schande. Hey? Wie jetzt? Ach du Scheiße. Jetzt verstehe ich's. Jetzt wird's ein bisschen arg kompliziert. Okay, jetzt packe ich's echt langsam nichts mehr. 9830. Passcode eingeben. Willst du mich hart verarschen? Okay, also wenn... Ach du Scheiße, wenn 9 das Ding da ist, ne? Hier, so. Dann ist die 2 das hier, so. 8 ist dann... Das bastet! Ändert sich das Ding? Wenn wir hier so was zum Beispiel hergehen? Ja, das ändert sich. Ach du... Oh Gott. Weht das Banner der 48? Ja, aber ich habe doch keine Ahnung. Hinweis, oder das ist gut. Die Route 48. Das ist die Atomzahl von Cadmium, das weiß man ja. Zwei volle Tag-Nacht-Zyklen vielleicht, oder 48 Luftballons. Der Berg in einem der Bilder ist jedenfalls der Mount Washington. Das passt zum Hinweis. Dann ist die Antwort auf die 48 vermutlich darunter. Aha. Da ist ein Banner. Aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Alles klar. Also wenn die 9... Oder ist da noch ein anderes Banner? Was heißt denn 48? Dahinter gibt es eine Firma, dessen Macht wächst. Ja, dann gehe ich halt mal daher, so. Aber da müssen wir uns irgendwie eine 48 raussuchen. Alter, ich habe keine Ahnung. Machen wir mal das mal so. So, jetzt aber. Alles klar. Also, wenn die... Der Schlüssel ist der, das ist der Passcode. Was ist denn das für ein Krampf? Alles klar, also wenn das hier... Wo ist es denn das hier? So, das ist die 6. Ja. So. Dann ist die 2 des Dingens hier. Das hier, wo ist es da? Ist die 1, es passt. So. Dann ist die 7. Auch diese 0. Diese durchgestrichene da. So. Da ist die 9. Das hier. Ah. Und die 5. Ist quasi, das hier. Oder habe ich mich jetzt...
Oder bin ich falsch rum? Die ist dann da, das ist der Haken da nach links. So, müsste... Nein, das stimmt aber nicht ganz. Oder müssen wir... Wenn die 6 das hier ist... Und die 1 ist das hier... Dann kommt das auch dahin. Und wenn die 8 jetzt hat... Ah, das stimmt ja alles. Boah, ich verstehe es nicht so ganz. Also ich verstehe die, ich verstehe das Rätsel halt nicht. 2. Aber es stimmt doch alles. Halt. Oh. 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 Ja, Moment. 9. Was? 4? 4 ist es nach... Ach so, ist es nach rechts. Hä? 7 ist es nach oben. 2 ist das Ding nach unten. 4 ist... Das ist... Ich suche es gerade. Nicht das Ding. Das Ding aber auch nicht. Das Ding hier. Und die 9? Ist das. Das ist doch gemein. Die rote 48. Das ist die Atomzahl von Cadmium. Das weiß man ja. 2 volle Tag-Nacht-Zyklen vielleicht, oder? Was ist die 48? Luftballons. Der Berg in einem der Bilder ist jedenfalls der Mount Washington. Das passt zum Hinweis. Dann ist die Antwort auf die 48 vermutlich darunter. Ich verstehe das mit 48 nicht. Laut seid nicht so fies, ich hab keine Ahnung. Gehen wir nochmal daher. Wenn wir bei der... Wenn wir bei der 6... So eine komische Ding da haben. Nee, warte. Andersrum. Wenn wir bei der 6 dieses Ding hier haben. So. Dann haben wir bei der 2. Nein, sondern. So, so. Wenn wir bei der 5 dieses Ding hier haben, was auch stimmt rechts, dann können wir links. Ihr habt es wahrscheinlich schon lange rausgefunden, ich weiß. So. Dann ist bitte ist, danke an die, die bis hierher durchgehalten haben. 1 und 5. Ne, das ist ja nicht 5, sondern das ist ja nicht so ein komisches Ding. Die 1. So ein Scheiß. Wenn dann die 1 dieses komische Ding da ist, dann ist die 7 dieses Ding hier. So. Wenn die 1 dann nochmal das Ding ist, dann ist das wieder dieses Zeichen da. Oh. Und wenn die 8 dann jetzt das hier ist, ja, dann ist hier die 8 natürlich auch das. Wollen wir es? Ich brech's gleich ab, ich habe keine Ahnung. Hmm.
Die Route 48. Das ist die Atomzahl von Cadmium, das weiß man ja. Zwei volle Tag-Nacht-Zyklen vielleicht, oder 48 Luftballons. Der Berg in einem der Bilder ist jedenfalls der Mount Washington. Das passt zum Hinweis. Dann ist die Antwort auf die 48 vermutlich darunter. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Ich hab doch keine Ahnung, Alter. Überleg gerade, 48. Habe ich irgendwas in Geschichte oder ist sonst wo gehört? Wo irgendwas mit einer 48 zu tun hatte? Das ist eigentlich eine Scheiß. Ja, wenn das die eine Flagge da ist, dann nimm halt mal die linke. Ach Gott! Da ist Abstergo. Korrekte Koordinaten gefunden. Jetzt macht es Sinn. Alles klar. Wenn die 9, jetzt haben wir es geschafft, wenn die 9 das ist hier, dann ist die 2. Jetzt darf ich nur nicht so dumm sein, die Dinger hier anzugeben. Ah, da wird heute die Folge ein bisschen länger. So, machen wir es so. So. Ich habe ja eh noch Zeit, bis die Folge rauskommt. Dann kann ich hochladen bis zum Abwinken. So. Wenn die 4 das ist, dann ist die 7. Die 0 mit links unten. Das war rechts unten, hier ist links unten. So. Wenn die 5 dieses komische Ding ist. Das hier. Und dann ist die 9. Diese komische. Hier. Und wenn die 0 das hier ist, dann ist die 8. Dieses andere komische Ding da. Da. Du willst mich doch hart verarschen, oder? Korrekte Koordinaten gefunden, ja? Ich habe sowieso keine Ahnung. Von links oben. Aber warum? 5? Ja, ich hol mir gerade mal ein bisschen Hilfe. Ach Gott, ich bin so dumm. Zugriff gewährt. Laden. Astergo Industries, 22. Juli 1944. Freunde, Machthaber, willkommen. Während ich hier vor euch spreche, beginnt mehrere Stockwerke unter uns eine stille Revolution. Rennie Olds und Henry Ford. Wie viele von euch wissen, gaben uns diese Gründer das Fließband. Das Gerät, welches wir benutzen, um sowohl die Indoktrinierten, die unser Reichtum anbieten, Kapitalisten und Sklavenarbeiter zu kontrollieren. Aber ich träume von einer Zukunft, in der solche hässlichen Dinge nicht mehr nötig sein werden. 1910 entwarfen unsere Gründer den Plan. Nun ist es an uns, ihn zu verwirklichen. Doch was ist mit den Kommunisten, die das Brot zu knapp machen wollen, dass alle hungern müssen? Es ist unsere Pflicht, sie und ihr Gefolge zu neutralisieren, retten.
Wir müssen sicherstellen, dass sie essen, sich fortpflanzen, produktive Mitglieder der Gesellschaft bleiben. Es ist unsere Aufgabe und Last, die unter uns durch das Leben zu leiten. Und wir müssen es annehmen, auch wenn das den Einsatz von Gewalt bedeutet, sie selbst es nicht tun. H und S haben für das nötige Chaos und die nötige Angst gesorgt. Nun müssen wir umgehend handeln, damit die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Es wird so scheinen, als würden wir den Arbeitern Raum geben, die bei der erfolgreichen List von Rockefeller und seinen Demes aber schon bald wird es kein Land mehr geben, das nicht uns gehört. 1937 gründeten wir dann dieses Unternehmen, diese Organisation zu einem Zweck. Nun ist es an uns, diesen Zweck zu erfüllen. Laden. Das sind Machenschaften der Templer. Als Konzession wird ein kleines Opfer für das Allgemeinwohl in Kauf genommen. Wird ein Opfer? Ein kleines Opfer? Hier. Hallo? Ja, viel mehr kann man jetzt nicht machen. Der schmeißt uns doch dann. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Bauer. Das heißt, er kann den hier sowieso schmeißen. Ach so. Wir sollen ihn schmeißen. Laden. Quarantänezone. Ach, wir sind auf Seiten der Assassin, nicht auf Seiten der Templer. Bei dem Schachspiel. Na? Da haben wir dich. Eins. Zwei. Quarantäne aufgehoben. Okay. Cluster 3. Wir haben tatsächlich nur 10. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Alter. So, damit die Folge auch so richtig kotzlangweilig wird, machen wir jetzt das andere. So, Junge, gib mir mal deinen Gaul. Ich will nicht sterben. Du willst ja nicht sterben. Gib mir deinen Gaul. So. Denn, wie gesagt, 10 Stück ist ja wahrlich nicht viel. Hier war das doch irgendwo, oder? Da ist es doch. Na, immerhin, das hat nicht lange gedauert. Kann sich jetzt keiner beschweren. Das zu finden. Jetzt dauert wahrscheinlich das oder der Rätsel ewig. Cluster 4. Laden. Schon fast die Hälfte. Diese intelligenten Arbeiter haben keine Selbstkontrolle. Also jetzt kann ich die doch wenigstens hier erstmal... Das kann ich wieder. Also ich schätze mal, damit sind Roboter gemeint. Das hier... Halt wohl. Ja. Aber wir lassen es jetzt einfach mal drinnen. Das ändert unbedingt. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Dann tun wir das hier noch raus. Ach Quatsch. Das hier tun wir rein. Das hier tun wir rein. Das brauche ich nicht. Ich brauche das hier. Tun wir das hier noch rein. Das hier noch rein. Wobei die Ampel. Nee. Das hier vielleicht noch raus? Nein. Ich kann dazu ein bisschen probieren. Also ich schätze mal, damit sind Roboter gemeint. Hier sind keine Roboter zu sehen. Da ist auf jeden Fall einer. Hier. Ich jetzt wüsste, was das ist, aber es sieht jetzt nicht aus, als würde es eine. Also es ist halt eine Standardmaschine. So,
sind auch keine Roboter. Auch nicht unbedingt. Das ist halt ein Auto. Das ist wieder ein Roboter. Das auch. Dann weiß ich nicht mehr. Wir können natürlich auch mal standardmäßig Maschinen suchen. Das ist eine Maschine. Das ist eine Maschine. Ja, das ist so ein... Ja, eigentlich ja schon, aber ich weiß es halt nicht. Das fällt irgendwie nicht ins Raster, finde ich. Halt. Das nehmen wir noch mit. Das passt an halt. Das ist eine Maschine, das ist auch eine Maschine. Ha? Laden. Okay. Scannen. 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 Muss ich das wirklich vorlesen? Das ist so abgefuckt. Äpfel, Orangen, Birnen, Gurken, Rettiche, Karotten, Spinat, Datteln, Holz, Wacholder, Stahl, Aluminium, Wasser, Regen, Hütte, Ortschaft, Dorf, Stadt, Land, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Gehen, Singen, Tanzen, Spielen, Essen, Lächeln, Weinen, Lachen, Töten, Sehen, Wissen, Tod, Reue, Liebe. Naja. Laden. So, das sieht aus wie... der Griech. Jetzt gedacht. So. Das können wir schon mal nach unten verschieben, schätze ich. Ja, alles klar. Dann kommt dieses Dingens hier nach... drüben kommt der Dingens. So, das nicht. Das hier ja schon mal ja nicht. Wenn, dann richtig. So. So. Und ganz außen. Warte, so. Das Dingens. Nein, das hier ist noch falsch. Ich Backschnitt. Verstehe es jetzt nicht so ganz. Jetzt halt. Es ist möglich, eine einzelne Maschine zu erfinden, mit der alle berechenbaren Berechnungen durchgeführt werden können. Ich habe kein Interesse, einen Superhirn zu entwickeln. Ein mittelmäßiges Gehirn ist alles, was ich will. Machen wir den Part ein bisschen länger. So. Alan Turing wollte die Misere der Arbeiter beenden. Oh Gott. Was heißt das jetzt? Also die Königin steht hier drinnen. Der Sprinter da, der Springer kann uns schmeißen. Die Königin kann den hier und den hier schmeißen. Kann den da hinsetzen. Kann den da hinsetzen. Geht jetzt auch mal alles durch. Okay. Laden. Laden. Abstergo Telefon aufziehen. Was? Spielen? Was in Gottes... Oh.
passt. V, hier ist N. Turing muss heute erledigt werden. Wäre das nicht vorschnell? Sie ließen ihn bereits verhaften und sedieren. Er lehnt die Direktive immer noch ab. Er hat tatsächlich vor, eines dieser infernalen Geräte zu erfinden, statt es nur für die Presse vorzutäuschen. Wenn er es schafft, Sie wissen, was die Massenarbeitslosigkeit durch seine Roboter bedeutet. Untätige Hände. Es ist zum Wohl der Menschheit. Was ist mit Kainz? Er vertraut Turing. Wir sprechen hier vom Gemeinwohl, V. Und ein kinderloser Arbeiter ist kein gutes Vorbild. Sie dürfen nicht alle aufhören, sich fortzupflanzen. Gut, es ist Ihre Entscheidung. Es muss so geschehen wie bei Harry Dexter White, als er die Sowjets warnen wollte. Okay. Seien Sie erfinderisch. Vielleicht was aus der Bibel. Turing hat einen Sinn fürs Theatralische. Laden. Quarantänezone. Oh weh. Was müssen wir denn finden? Da. Quarantäne aufgehoben. Ganz genau, Cluster 4. Ah, sehr schön, das war geschafft. Gott sei Dank. So, wo ist jetzt der Aussichtsbogen? Da oben. Da glitzert was. Das ist die Feder. 4 von 10 Federn gesammelt. Da können wir hoch. Dann müssen wir hier außen rum. Ich habe das Gefühl, in Rom läuft einiges falsch zurzeit. Das ist relativ schlecht. Oh, jetzt kann man es mir hier wieder die Markierung wegmachen. Leck mich am Arsch, in der Karte läuft es flüssig. Das war ja beim Zweier nicht so. Sobald ich die Aufnahme gestartet hatte, lief es in der Karte ruckeliger wie im flüssigen Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der Aufnahme flüssig lief, aber man kann es ja noch hoffen. So, das Ding können wir noch gar nicht machen, dafür fehlt uns auch noch der Watcher-Turm. So, finde ich gut, bis jetzt haben wir wirklich alles geschafft. Was wir haben aufbauen können. Hey, Moment, da hinten ist noch so ein Dottore. Ach so, das ist so einer, der da rumsteht, okay. Deswegen können wir es nicht. So, Junge. Auf! Zu Machiavelli. Oder was auch immer wäre. Also wir haben ja jetzt diesen verschlüsselten Brief bekommen in der letzten Folge, glaube ich. Oder war es in dieser? In der letzten Folge war es, da haben wir einen verschlüsselten Brief bekommen. Terme di Tiano. Alles klar. Hallo? Ist da jemand? Na gut, alles klar. Und bevor wir das hier machen, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich noch einen wunderschönen Tag.